Solozell, ganz unter uns, was verleiht euch nur solch phänomenale Kräfte? Die Liebe, die Magie, ich selbst, welche Kräfte? Welche Kräfte gefällt mir? Wirklich? Wunderbar! Allerdings würde das wohl kaum reichen, um euren nächsten Gegner zu beeindrucken. Aber bevor ich ihn vorstelle, habe ich eine wichtige Ankündigung. Der Kaiser höchstpersönlich hat darauf bestanden, diesem nächsten Kampf beizuwohnen. Meine Damen und Herren, begrüßt mit einer... Was? Achso, begrüßt mit einer Runde Applaus. Seine Hoheit, Kaiser Lothair. Kennen wir die drei? So, Oberst. Das also ist der junge Mann, von dem ihr spracht. Ja, Eure Exzellenz, das ist er. Solid Snail, wenn ich recht verstanden habe. Er war es, der dem Mädchen zur Flucht verhalf. Verstehe. Doch ich machte klar, dass sie unversehrt bleiben muss. Professor Giro braucht sie. Wir haben versucht, sie in Gewahrsam zu nehmen, ohne sie zu verletzen. Eure Majestät. Doch ihre Kräfte, wie geschwächt sie auch sein mögen, reichen noch immer aus, um meine Männer zurückzuschlagen. Findet sie. Ich zähle auf euch, Oberst. Gewiss, Eure Hoheit. Und bei euch, großer Magus, wie läuft es in der Schlacht? Alter, da sind manchmal Wörter dabei, da denke ich echt, oh Mann. Wir haben die Mayenne-Brücke eingenommen, Eure Hoheit. Der Dämonenkönig verschanzt sich irgendwo im Norden und seine Truppen, um seine Truppen zusammenzuziehen. Wir haben einen Plan, um sein Lager zu finden und dann zum Angriff auf Dämonia auszuholen. Wenn ihr jedoch den Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt, wäre die Sache schnell besiegelt. Ich vermute, ihr sprecht von der neuen Waffe, die Professor Giro entwickelt hat. Jawohl, Eure Majestät. Entschuldigung. Wenn ihr ihrer Verwendung zustimmt, würden wir den Krieg gewiss im Handumdrehen gewinnen und den Sieg über die Dämonen davontragen. Ich werde darüber nachdenken, Großmagus. Dieser Krieg ist eine Schande. Bereiten wir ihm schnell und schmerzlos ein Ende. Wenn man den Berichten des Oberst Glauben schenken will, dürften konventionellere Mittel durchaus ausreichen. Der Wille Eurer Majestät ist uns Befehl. Ich werde dafür sorgen, dass Professor Giro davon unterrichtet wird. Dass seine Waffe vorerst in seinem Labor bleiben wird. Aber wenn sich die Lage verschlimmert, werde ich es mir doch einmal überlegen. Gewiss, Eure Hoheit. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Er verbirgt etwas vor mir, dessen bin ich mir sicher. Nun denn, sehen wir uns den Kampf an. Gerüchten zufolge sollen die Zauberer des Großmagus einen mächtigen Dämon eingefangen haben. Doch erst als dieser mehrere von ihnen getötet hatte, und das ist keine Kleinigkeit. War jetzt teilweise ein bisschen scheiße betont, ne? Ohne weitere Umschweife stelle ich vor unseren nächsten Kämpfer aus den Steppen des Nordens. Stärker als jeder Mensch. Grausam wie eine wilde Bestie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere... Alter. Achso, ich kann deinen Namen. Ah, das lassen wir natürlich. Minos, der
Drakonische Dämonen. Okay, bin ich mal gespannt. Menos, habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesen zweifelsohne in einem Blutband mündenden Kampf antretet? Ich darf hier nicht sterben. Wunderbar! Und mit dieser ergreifenden Rede kann der Kampf beginnen! Alter! Okay, der hat einen ordentlichen Lebensbalken. Was hupft denn der durch die Landschaft? Kann ich dir auch mal einen passen? Danke. So. Okay, der hupft durch die Gegend. Edge. Wann macht denn? Ah, da macht er seinen Sprint wieder. Zack. Oh, der macht noch so einen Sprint. Verdammt. Ah, da hat er wieder. Oh. Ja, ne? Autsch. Bams. Bams. Bams, hör dich, war zu weit weg. Alter, wie weit sprintet denn der? Das ist schon heftig. Zack. Haha. Alter, da war ich zu langsam. Au. Jetzt wollte ich ihn rankommen lassen. Ich habe gedacht, so weit kommt er nicht. Ah, komm, den kriegen wir aber noch. Bäm. Der hat den geblockt. Der hat den Schlag geblockt. Wie unfair. Bäms. Der ist doch tot. Aha, ich wollte gerade sagen. Ihr seid stark. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, aber ich kann hier nicht sterben. Warum nicht? Daher bitte ich euch, flieht mit mir. Ich weiß von einer Passage, die aus dem Kolosseum führt. Doch alleine kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr? Ich meine, bisher war es sowieso so, dass, glaube ich, immer egal war, was ich wähle. Ich meine, ich will hier nicht sterben, von daher fliehe ich mal. Den habe ich ja schon mal besiegt, falls er mir zu blöd kommt. Ne? Machen wir das einfach. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kommt! Obwohl ich mich nicht so ganz wohl fühle, wenn ich jetzt mit einem Dämonen zusammen fliehe. Aber, na gut. Warum bin ich ihm jetzt nicht nachgegangen? Ach so. Kann ich dir noch was? Ihr wollt mich wirklich hier zurücklassen? Ganz alleine? Ja, du kannst ja mitkommen. Ne? So. Wo gehen wir hin? Hey! Hey, wartet auf mich! Wo kommt denn die jetzt hergerannt? Ach, jetzt sind wir wieder in einem Dungeon? Ohne den Dämonen? Okay. Kann man hier jetzt was durchsuchen? So, gucken? Nein. Hier was essen? Ach, da ist er. Ja, mal gucken, was er sagt. Da wären wir. Wir sollten es zum Keller schaffen. Geht mir aus dem Weg, Solid Snail. Bis bald. Ich wollte jetzt eigentlich um das Loch rumgehen, um da hinten an dem Regal was zu gucken, aber okay. Gefunden, Schwerkraft. Was? Schwerkraft? Ziemlich gefährlich, die Mächtigen werden fallen. Das sieht aus wie ein Apfel. Ach so. Oh Mann. Alles in Ordnung? Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe? Wie viel bin?
Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier sollte uns die Flucht gelingen. Oh! Entschuldigung! Ich hab mich doch entschuldigt, ja? Na schön, wenn ihr es so wollt, dann schlagt euch eben alleine durch. Oh Weiber, jetzt ist er auch noch beleidigt, springt mir auf die Birne. Ne? Gut, hat sich entschuldigt, aber trotzdem, ey. Hallo. Ach, ihr braucht mich wohl doch, was? Ja, natürlich. Das dachte ich mir. Frauen. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wär's, wenn wir es damit versuchen? Versucht es nur. Es ist ganz einfach. Tatsächlich, es war gar nicht so schwer. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt seid ihr dran, Amiga. Ach, jetzt kann ich springen. Okay. Entschuldigung. Okay, jetzt können wir auch springen. Hey, kommt jetzt ein Jump-and-Run-Part oder was? Könnt ihr mir das vorhin verzeihen? Das war nur... Ich hatte Angst, dass ihr mich alleine lassen würdet. Wisst ihr, Amiga, ich glaube, wir haben uns in eine Zeit verirrt, in die wir nicht gehören. Ich bekomme langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jemals wieder nach Hause zurückkehren? Ja, Fina, werden wir. Wenn ich euren Optimismus nur teilen könnte. Vorerst haben wir keine andere Wahl. Wir müssen weitermachen. Jetzt verschwindet sie wieder in meiner Hosentasche. Ist in Ordnung. Hoch. Euch gilt mein Dank. Mit eurer Hilfe werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsbrocken, die uns den Weg abschneiden, scheinen schier unüberwindlich. Doch mit vereinten Kräften sollten wir es schaffen, sie zu zertrümmern. Konzentriert euch jetzt, um mich zu rufen. Menos hat sich euch angeschlossen. LBRB, um den Verbündeten zu wechseln. Ah, okay. Ah, okay. Interessant. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mittlerweile in Jump and Run angelangt. Können wir hier einen Walljump machen, wenn man da oben so drankommt? So? Nein? Och. Okay, jetzt ist ganz aus Versehen gespeichert, aber was soll's. Das da hinten sieht nach ungesundem aus. Okay, da geht's auch nicht weiter. Hoppala. Alter. Nee. Gut, dass ich jetzt ganz vergessen habe, dass ich ein Schwert habe. So. Hier liegen überall Skelette rum. Muss ich mir da Sorgen machen? Komm, runter da. Hopp. So. Kann man den Skeletten was aussuchen? So sammeln? So? No. Nein? Okay. Das sieht nach Runterplumpsen aus. Auf einen Safe-Punkt. Das ist natürlich immer gut.